Ja, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid bei dieser Ausgabe Let's Play World of Warships. Und heute gefühlt seit langer Zeit mal wieder so ein richtiges Torpedo-Replay, sag ich mal. Weil, ja klar, natürlich waren wieder Zerstörer am Start und so, oder auch gefühlt leichte Kreuzer, aber so richtig, dass wir mal ein Schiff gesehen haben, wie hier die Kamikaze Air, die wieder von den Torpedos lebt, schon lange nicht mehr passiert. Und daher bin ich da jetzt sehr gespannt drauf, wie er damit hier so zurechtkommt. Und in dem Fall sagen, danke ich YC Yellow, YC Yellow für das ganze Replay. Und jetzt schauen wir mal, was er hier macht. Aufgedeckt hat er schon mal einiges. Die Phoenix ist wohl hier sein Ziel. Und na natürlich, sechs Torpedos sind schon mal richtig verheerend. Und wenn die Phoenix da bisschen doof agiert, dann könnte schon gleich den ersten oder zweiten Treffer bedeuten. Ja, die kommen nicht schlecht, zumindest so hier auf der Grafik schauen die ganz gut aus. Yo! Zwei Treffer, vernichtender Schlag, First Blood und Tschüssikowski, Phoenix. So muss das. Man darf ja nicht vergessen, wir haben hier ein Tier 5 Zerstörer. In dem Fall ein Vierer-Fünfer-Gefecht, also ist er hier Top-Tier. Das ist natürlich immer schön, aber man muss ganz ehrlich sagen, die hat auch in Sechser-Gefechten absolut kein Problem, weil sie geht halt bei 6 Kilometer erst auf, die Torpedos reichen dafür und dann muss man halt auch weg. Alles gut. So, und jetzt hier die Torpedos mal in Richtung der König. Schau mal, ob da die Torpedos auch wieder mal ihr Ziel treffen. Aber gerade Schlachtschiffe sind natürlich sehr, sehr schön zu beschießen. Oh ja, da könnt. Ah, nee, die dreht bei. Ah, das wird auch eine ganz enge Nummer. Oh, sehr gut. Hat auch noch mal einer getroffen. Und sogar ein Wassereinbruch. Und den Damage kriegt er, sieht man oben sehr schön. Die Nachladezeit der Torpedos ist auch ein Traum. Aber jetzt muss er aufpassen. Jetzt ist er offen. Da hat er hier mit der König das Schiff so ein bisschen zu nah an sich rangelassen. Und jetzt fährt er auch immer näher. Also da sollte er vielleicht überlegen, ob er nicht doch noch abdreht. Und jetzt hat er hier nämlich die Insel neben sich. Das heißt, da kann er jetzt nicht so abdrehen, wie er es gerade vorhatte. Das heißt, jetzt nimmt er erstmal die Torpedos ins Spiel und dreht jetzt ab. Aber er kriegt noch keinen Fokus, dementsprechend ist noch alles gut. Er braucht auch keinen Nebel zünden. Der Gegner interessiert sich noch nicht für ihn. So, da sind die Torpedos auf dem Weg Richtung König. Vielleicht sehen wir hier den ersten Kill, beziehungsweise den zweiten von ihm, Entschuldigung. Und da ist er auch schon. Der Abwickler. Der ist der Abwickler. Kein Scheiß, Mann. Yeah. Jeder weiß, Mann. Er ist der Abwickler. Okay, das ist ein bisschen sehr oldschool. Wahrscheinlich kann sich kaum einer mehr an das Originallied der Picknicker erinnern. Aber, naja. Das müsstet ihr euch halt leider eine kurze Abhandlung von mir, dem Nichtsinger, da anhören. Ich musste kurz überspielen, dass ich den ersten Kill so gesehen ja falsch kommentiert hatte. Also dementsprechend war uns ja allen klar, dass das der zweite Kill war. Ist ja logisch. Ich meinte ja auch der erste Kill innerhalb der letzten 10 Sekunden wahrscheinlich. So. Gut. Wie geht's jetzt hier weiter? Da draußen ist jetzt die Danae komplett low. Die wird jetzt wahrscheinlich gleich rausgenommen, da ist er auch schon. Dann haben wir dann eine Kirov und eine Svetlana, die Kongo. Das ist natürlich das Ziel, was für ihn am interessantesten ist. Da muss er aber aufpassen, dass er hier nicht aufgeht, deswegen dreht er auch schon bei. Die Torpedos fließen leider an der Kongo vorbei, dementsprechend hier kein Schaden. Aber er hat ja schon 54.000 gesammelt, also er fleißig ist er. Das kann man ihm nicht vorhalten.
mit seiner Schwimmbadlackierung. Also ohne Schmarrn, guckt's mal, geht's mal in irgendein Schwimmbad der Welt, da gibt's bestimmt sowas, sowas, was irgendwo an der Wand ist. In Bayern kenne ich da das Alpamare. In Bad Tölz, was genau sowas hat. Zumindest lange Zeit hatte. Also würde mich wundern, wenn die das weggemacht hätten. Gab mit die besten Rutschen da. Vielleicht ist klar, hat zwar jetzt gar nichts mit dem Video zu tun, aber wer mal in Bayern ein gutes Schwimmbad sucht, Alpamare, Bad Tölz, supergeile Rutschen. Gibt's auch eine, die ist verdammt schnell, darf man nicht zu mehr rutschen, macht mit 5 Leuten am meisten Spaß, kann ich aus Erfahrung sagen. So, jetzt hier die Svetlana, da nimmt er erstmal einen breiten Fächer. Und da die Kongo, jetzt muss er natürlich aufpassen, weil jetzt hat er die lange Zeit, bis er wieder Torpedos am Start hat, deswegen da muss er jetzt smoken. Hat natürlich jetzt den Nachteil, dass er hier keine Sicht mehr auf das Schiff hat. Deswegen, er konzentriert sich jetzt wohl weiterhin erstmal auf die Svetlana, weil die Kongo eben aufgrund des Nebels nicht zu sehen ist. Nebelwand gelegt. Die Kongo ist da wieder offen, aber natürlich erstmal jetzt die Torpedos Richtung Svetlana raus. Mit dem breiten Fächer, also hoffen wir mal, dass da ein Einschlag zu verbuchen ist. Aber tendenziell schauen da ein, zwei ganz gut aus. Also hier die in der Mitte sind, die drei. Die könnten irgendwo da... Jo, da trifft einer. Und vielleicht noch ein zweiter, der andere... Jo, perfekt! Kill Nummer 3. Sehr schön gemacht. Auch hier wieder mit dem vernichtenden Schlag. Die Runde sonst sehr eng. Sein Team 6 Verluste, der Gegner 5. Tendenziell etwas mehr Punkte auf Seiten des Gegners, aber das ist alles noch nicht kriegsentscheidend. So, Torpedos raus Richtung Kongo. Jetzt muss er abdrehen. Nicht, dass er hier in den Fokus von gerade der Marblehead kommt. Marblehead ist ein sensationelles Schiff gegen Zerstörer. Schießt verdammt schnell. Und das habe ich mir schon fast gedacht, dass die Torpedos zu weit links gelegt worden sind. Die Kongo hat dann jetzt nach rechts abgedreht, dementsprechend keiner der Torpedos, die jetzt hier treffen. Ich würde sogar überlegen, ob die Marblehead nicht mit den normalen Kanonen zu beschießen. Denn 2600, da braucht man ein, zwei gute Salven HE, dann ist auch das Thema nämlich schon durch. Das darf man nie unterschätzen. So, und jetzt hier die Arkansas Beta. Und für Leute, die immer auf die Beta- bzw. Alpha-Schiffe spekulieren, da kann man nochmal ganz klar sagen, Wargaming wird die Arkansas definitiv nicht mehr verkaufen. Ebenfalls so wie die Iwaki Alpha. Also das bleibt wirklich den Spielern vorbehalten und ist auch richtig so. Aber hier schaut es nicht so aus. Jetzt muss er aufpassen. Oh, doch, da trifft einer. Sehr, sehr gut. Und auch hier mit dem Wassereinbruch. Aber wie gesagt, 6,4 Kilometer. Nicht, dass da jetzt er hier noch aufgedeckt wird. Genau das ist nämlich jetzt passiert. Und da zündet er sofort den Rauch. Und jetzt könnte er noch schnell schießen, genau richtig. Wie gesagt, gleich nicht mehr zu sehen und da ist es jetzt schon der Fall. Nebelwand gelegt. Da jetzt wieder offen, aber die Torpedos, die kommen gut. Und da ist es auch schon geschehen. Tschüss, Arkansas. Kill Nummer 4.
die Wyoming. Also wer unbedingt die Arkansas spielen will, der soll einfach die Wyoming fahren. Hat er das baugleiche Schiff? Ist ja die gleiche Klasse. Für die, die es eben noch nicht wussten. Wobei mittlerweile muss man aber sagen, dass gerade die Warships-Spieler sind unglaublich belesen. Also da viele Fakten, die die Spieler von den Schiffen wissen, das ist sensationell. Also da bin ich jedes Mal wieder erstaunt. Und jetzt fährt er aber hier mit Karacho auf die Wyoming drauf. Knapp an der Insel vorbei. Und da sollen jetzt wohl dann ein paar mächtige Torpedos kommen. Denn so ein Angriff ist schon sehr, sehr radikal und gefällt mir super gut. Sowas mag ich auch liebend gern. Und da ist er jetzt nah an der Wyoming dran. Und jetzt dreht er ab. Da hat er vier Torpedos rausgeschickt. Einen Batterie lässt er sozusagen noch in den Rohren. Und damit hat er sich schon weggemacht. Sehr gut, sehr effizient. Muss aber aufpassen von vorne, dass er da von der Marblehead eben nicht zu viel jetzt bekommt. Die Krake hat er sich schon mal gesichert. Und aus einem 4-2 wurde jetzt ein 3-2. Also drei Schiffe gegen zwei. So, Kongo ist wieder offen. Er ist gerade entdeckt, weil vor ihm, jetzt wird es interessant, da eine Kamikaze kommt, die fast doppelt so viele Hitpoints hat wie er. Aber ich könnte. Ne, die Kamikaze schießt auch schon, weil das kommt so immer dieses Thema, welcher der Kapitäne achtet auf seine Hauptbatterie und der gegnerische Kapitän schießt so gut wie gar nicht. Dementsprechend hat er sich jetzt hier schon einen kleinen Hitpoint. Oh, super! Und dann trifft er sogar noch mit seinem Torpedo. Also, wie gesagt, hat die gegnerische Kamikaze hat hier alles falsch gemacht. Es sind keine Torpedos hier irgendwo am Start, sonst würde man hier irgendwo was kommen sehen. Er hat viel zu wenig geschossen, sich dann im Rauch versteckt und da abgebremst, was natürlich dann auch berechenbar ist. Also, gegnerische Kamikaze gar nicht gut ausgesehen bei dieser Aktion. Hier sein sechster Kill dann schon. Also er ist unglaublich fleißig. Jetzt liegen sie auch nur noch minimal hinten. Also jetzt könnte es dann wirklich gut aussehen für sie. Mit einer Zerstörung, dass sie dann schon hier sich an den Sieg ranmachen. Weil danach braucht man höchstens noch schnell mal ein paar Tickets runter ticken lassen und dann klappt das auch schon. So, jetzt die Texas gegen die Kongo. Die Marblehead natürlich jetzt hier ganz klar auf ihn gepolt. Und da die Torpedos, die schauen auch wieder gut aus. Drei dürften treffen. Einer, zwei, drei. Und dicker Damage, der hier auf die Kongo einrasselt. Damit hat jetzt die Texas einen Vorteil im direkten Verkampf oder im direkten Vergleich dieser zweier Schlachtschiffe. Er muss nur aufpassen, dass er die nächsten Torpedos so legt, dass er auch ja seine Texas nicht gefährdet. Kann nämlich immer schnell passieren. Er bleibt jetzt hier hinterhalb des Rauches. Er könnte jetzt eigentlich auch wieder viel mehr schießen. Also das ist jetzt was, auch wenn natürlich die Kanonen jetzt nie die besten sind, aber ja, genau, er steht nämlich im Rauch, geht eh nicht auf. Dementsprechend raus damit, weil man sieht ja auch hier, das sind auch mal 1200 Damage. Und geschenkt nimmt man die doch auch mal mit. Da nochmal 600. So, jetzt muss, wie gesagt, die Texas auf die Torpedos aufpassen. Aber ich glaube, da geht nichts schief. Alles gut. Nur leider sind seine Torpedos komplett vorbeigerauscht. Und wie gesagt, jetzt muss er echt aufpassen. Denn ich glaube, da stockt er auch zurück. Deswegen genau richtig. Und jetzt liegen sie in Führung. 466 Hitpoints, Tickets zu 382. Und jetzt muss nur noch die Marblehead da rausgenommen werden. Ich sag schon mal tschüss. Hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.